großer Bahnhof heute Vormittag im Eubner Ortsteil Hütte. Als Gastgeber des Gipfels empfingen König Philipp und Königin Mathilde hier ihre Staatsgäste, allen voran den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender. Der Ort der Zusammenkunft erinnerte den Bundespräsidenten an die Gemeinsamkeiten bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021. Wir sind hier in einer Region, die ja in ähnlicher Weise betroffen war wie die Ahr oder wie die Erft. Und wenn man heute den kleinen Fluss hinter mir sieht, so mag man kaum vom Fluss reden. Ein kleiner Bachlauf mit dem Namen Hill, der hier sich auch in den Tagen der Flutkatastrophe zu einem reißenden Fluss entwickelt hat und vieles mitgenommen hat, was hier Lagerbestände des Kabelwerkes waren. Große Teile des Werkes sind betroffen worden, natürlich auch private Grundstücke. Der Wiederaufbau zeigt sich exemplarisch an der Rohrwerkabteilung des Eubner Kabelwerks. Hier hatte die Produktion schon bald nach der Flut als erstes wieder aufgenommen werden können. Gezeigt wurde den hohen Gästen unter anderem auch, wie schon genutzte Rohre wiederverwertet werden können, etwa zu Kunststoffgranulat. Für das Eubner Kabelwerk und seine Beschäftigten war der Besuch der Staatschefs auch eine Form der Anerkennung, nicht nur für die Wiederaufbauarbeit nach der Flut. Handelt es sich jedoch um eines der Aushängeschilder der deutschsprachigen Gemeinschaft. Hohe Ehre für das Eubner Ländchen, dass all die Herren gekommen sind. Und ich finde es so schön, dass auch von den Minderheiten gesprochen wird. Es ist alles harmonisch. Und eine hohe Ehre für uns, dass so hohe Herren gekommen sind. Nach dem Betriebsrundgang fanden sich die Gäste gleich nebenan im Atelier zu einem Rundtischgespräch ein. Thema: die Kreislaufwirtschaft. Der Zufluss an recycelten Materialien liegt in Belgien bei etwas über 20%. Das ist fast das Doppelte des EU-Durchschnitts. Wir sind die zwei besten Performer. Deshalb habe ich Ihnen dieses Thema mit einigem Stolz für unsere Diskussion vorgeschlagen. Belgien hat den informellen Gipfel der Staatschefs der deutschsprachigen Länder damit zum zweiten Mal nach 2016 ausgerichtet. Insgesamt war es die 19. Zusammenkunft dieser Art. Unsere jährlichen Zusammenkünfte schaffen die Gelegenheit zu informellen Diskussionen über aktuellen Themen von gemeinsamen Interessen. Sie führen nicht zu politischen Schlussfolgerungen, sondern sollen unsere Überlegungen zu einer Reihe von wichtigen Themen anregen und die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern fördern. In ähnlicher Weise war auch das Großherzogtum Luxemburg im Laufe der Zeit in diesen Kreis aufgenommen worden. Es bringt uns die Möglichkeit, uns zu treffen. Das ist das erste Mal, erste Sache, weil wir dann während Jahren zusammen tagen und das bringt Freundschaft zusammen und natürlich können wir auch hören, was in Deutschland, in Österreich, in Liechtenstein, in Belgien und in Luxemburg, was wir in zusammen en commun haben. Und das ist etwas ganz Interessantes für jedes Land. Und das nächste Treffen, das wird dann 2024 im Großherzogtum sein.